Alles gut. Guck mal, sieh mal das Satu an. Larifari, die Kinder-Challenge. Keine Ahnung. Lange schon nicht mehr reingeschaut. Meinerseits. Diese Buxtehude ist besser. Man kann hier der Phönixsee einpacken. Diese Buxtehude. Hey, was geht zum Ickerbach mit dem Ickerbach-Gymnasium? Das, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ist der Ilsebach in Buxtehude. Bro, sieht der räudig aus, der Ilsebach. Hör mir, Alter, da ist gar nichts besser. Der im Ilsebach. Ja, der sieht schon irgendwo räudig aus. Wird der nächste Tatort gedreht, nachdem 10 Leichen da rausgeholt werden? Oh mein Gott. Was hat für eine Farbe? Aber das ist ja ein Moor. Er sagt immer Bach, das ist Moor. Sind da Fische drin? Das sieht total tot aus. In die Wasser, das nur weil es scheiße aussieht, heißt nicht, dass. In Tiefen des Meeres lauern wundersame Wiesen. Zum Beispiel Koma. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. 3 Tage bin ich mit Knossi unterwegs. Im Camper, Digga. Sogar im Wohnmobil werden wir schlafen und ihr könnt uns dabei zugucken, Digga. Also Begeisterung hört sich irgendwie anders an. Ich glaub ehrlich, dass Anna da gecallt hatte, dass ich da Kylo hab, Digga. Er hat Kylo das... Ja, ist klar. Ich sag schon, Begeisterung hört sich anders an. Bekommt dieser Wochenende geht nicht. Ich kann nicht. Anna ist im Urlaub über den Zeitraum. Ich wäre gegangen, aber ich muss auf Kylo aufpassen. Kylo ist dieses Wochenende da. Ich glaube, Kylo ist da am Start. Ich weiß nicht, der muss noch kacken, Digga. Aber unsere Camper-Tour steht auch an. Digga, das ist einfach der Monat der Camper-Touren. Wir machen... Also was? Kylo ist ein bester Mann. Irgendwas wollte ich noch. Oktober fahren wir mit dem Wohnmobil zum Oktoberfest. Wir machen die große Balkantour. Edeltour 3.0. Gehen Richtung Albanien. Alright? Wir versuchen zu meinen Albos. Alright? Wo sind meine Albos? Aber schnarchst du, sag ehrlich. Weiß ich nicht. Ruf Frau sofort an. Warte mal, pass mal auf, aber du furzt, was ist besser? Ihr furzen ist doch ganz klar. Das kann ich kontrollieren. Ganz ehrlich, schnarch. Hä? Was soll ich denn hier finden, ne? Die Abschlussklassen am Leiter in den Hochschulen Bielf. Oder Obertages. Komme in Hochschulhof, Knoppern erlebe an einem Tag wie ein Studium und das circa 1 oder 2 Stunden aus. Steht ja irgendwo. Montag. Online-Infowoche? Ne, Online-Infowoche interessiert mich nicht. Aber wenn das während der Info, dann ist das erst in der 2. Ferienwoche oder was? Keine Ahnung, ey. Da ist nur so halbe Info, steht da drin. Um sich da der Hochschule Bielefeld mal anzugucken. Was für ein Jahr. Das war das gequälte Jahr. Das war richtig mit, das war mit Hass. Was geht, Freunde? Willkommen zur Camper-Tour aus Italien. Da kommt unsere Essens- und Trinkenlieferung. Höchstpersönlich von Max Schradim. Hallo? Ja, wer kennt's nicht? Raststätten, Wohnmobil und Wohnwagen, die da stehen. Ja, ja. Kennst du die Wohnwegen? Gibt's ja. Habe ich auch unterwegs mal irgendwo auch mal einen gesehen. Da sind wir ein paar Mal vorbei, stand immer dieser Wohnwagen. Einmal kam die Alte da raus wieder. Da würde ich nicht drüber rutschen wollen. Lass mal. Bro, du bist fast in den Graben gefahren. Überhaupt nicht. Knossi ist richtig scheiße gefahren. Ich habe mich gar nicht sicher mit dem gefühlt. Und wenn ihr ehrlich seid, Chat, ich habe auch einen besseren Eindruck gemacht am Steuer. Fahr doch mal ein bisschen drüber. 10 km/h tut niemandem weh, schneller zu fahren. Meine Fresse nervt das.
Auf jeden Fall ein aggressiver Fahrer. 50 der fährt 49. Das ist schon schön, wenn man mit. Ja, das 1 km hat runter, das 1 km zu weg. Ungeschriebenes Gesetz. Ist 50 erlaubt, fährst du 60. 10 km über dem erlaubt. Ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Sonnenuntergang noch einen reinrattert. Das hier eigentlich viel schöner, Digga. Schweißfleck. Schweißfleck, Digga. Ja, so ist es, wenn man auch mal richtig arbeitet. Das sieht wie im Bilderbuch aus. Das ist dieses eine Emote. Das sieht wirklich nice aus, ey. Wenn du da jetzt jemanden hättest, der ein vernünftiges Foto macht davon. Das passend bearbeiten? Wäre schon Baba, Alter. Was die immer alle benutzen. Ja. Ja, genau das. Hallo und wie geht's? Gut, super. Es funktioniert ja gut mit den Leuten hier. Verstehe. Auch gar keinen Bock drauf, geil. Keiner da. Menschenskinder, hier ist wirklich niemand. Telemedia. Max macht keine Show. Hey, ihn kennt man doch irgendwoher. Von King Thomas, komm denn. Freddy, wirklich, immer noch zu viel Show. Ich sag ihr nicht, das wird nichts, trotzdem hat sie Hoffnung. Hey, wir sind die Nachbarn. Okay. Von nebenan jetzt. Du, wir machen hier Campingurlaub. Wir sind hier, wir haben hier einen Livestream am Laufen. Live, live, live. Wir sind hier komplett durchgehend live. Jetzt kannst du mal jemanden grüßen. Grüß deinen Enkel. Ja? Ja, ach so, jetzt ist mal so der Name. Okay. Ja, viele Grüße, Markus. Max, Quatsch. Okay. Werde ich echt auf Nummer, oder was? Das wird aufgenommen. David. Wenn du das jetzt siehst, ruf mal Papa an. Stell dir vor, wenn jetzt wie aus Zauberhand jetzt das Telefon klingelt. David ruft an. Ich sitze hier neben dem Knossi. Ich schlaf's nicht, ehrlich. Das ist Hammer. Ey, Dieter, Mann, siehst du heute Morgen wieder geil aus. Das blühende Leben. Hier, 50.000 schauen zu. Habt ihr nichts zu tun? Ja. Ja, genau um sowas habe ich hier. Ich hab's ja genau so was. Hab da nichts zu tun. Geh mal garten. Oder wie ist das? Nein, aber du musst dir vorstellen, 50.000, wie viel passen ins Kölner Stadion, ne? Ja, da müssen wir gucken, dass wir die an Arbeit, Brot und Arbeit kriegen. Nicht zu 100%. Das ist mal so richtig typisch. Zieh mal an. Machst du heimlich Videos oder weiß ich, merk das nicht? Das sind immer die Leute, guck mal, jetzt habt ihr mal ein Beispiel so, wenn die Leute so irgendwie so komisch angewinkelt das Handy halt, so eine unangenehme Position von unten. Ey Marcel, das wird richtig gemütlich. Ich find's super. Das ist die Infrarotcam. Ihr werdet uns live hier sehen, wie wir hier schlafen. Oh, ich muss kacken. Ey. Hände waschen. Auf keinen Fall. Wir haben hier Zeit. Man sieht Monte über den Spiegel. Hier ist ein Spiegel, Alter. Warte mal, mein Schatz. Jetzt verstehe ich das mit Fassgebann. Ja. Oh, wirklich. Den Winkel einen Tick weiter nach unten oder wie. Zack. Am Arsch. Alter Schwede. Ich hab das Ding. Gesehen? Adam ruft an. Scheiße, Alter. Ja, so viel zum Knossi schnarchen. Der hat schon. Das gibt's nicht. Wo schleiche ich? Ich schleiche überhaupt nicht. Vor 11 Uhr bewegt sich hier keiner. Ich kuschel mich jetzt ran, Alter, von der Prinz. Ja, okay. Oh, ich hab dich verwechselt, sorry. Okay, ist klar. Boah, du Drecksau, Alter. Bruder, ich hab direkt noch gelbere Zähne. Okay, sagt der Hugo, du hast ihn gefunden. Die Leute haben mir Bilder geschickt, haben mir irgendwelche Videos geschickt und haben gesagt, schau mal, das sieht genauso aus wie du. Er hat als Maul. Schrast aus! Digga, wie geil, so nicht auch immer so auf sein Handy guckt. So geil. Ich find das schon lustig. Das unterhält mich schon. So schaut man doch nicht unter 40 auf sein Handy, oder? Ich sehe nicht annähernd so aus wie der Typ da. Streck dich mal jetzt. Wer ist er aber? Ist das der Vater von Schradin? Ist das Sch-
Schradi mit diesen TikTok-Filtern, die einen älter machen? Max Schradi ist älterer Bruder. Ja, bin ich. Hundertprozentig. Hab den eben noch gerade gesehen. Wir beide haben eben Rollatoren geputzt. Digga, okay. Okay, wenn irgend so ein Random nur wegen dieser Ähnlichkeit auch noch anfängt, wegen dem Alter zu dieses. Ja. Beste. Oh, oft, bei der Face, der sieht da wirklich so aus. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Die Leute denken, Schradi Clip farmt, aber der ist wirklich so. Er hat halt jemanden im Teamviewer, um einen Freund auf Steam zu adden. Mert, ich frage dich, warum es nicht geht. Dann klickt man wieder, dass man das Passwort nicht mehr sieht und dann zeigt mir die E-Mail-Adresse. Okay, ich mache ein Foto, ja? Okay, mach ein Foto. Er will seinen Monitor fotografieren, guck in der Kamera, wie er aussieht, Mann. Das Problem ist, wenn man mit Schradin schreibt, ich hasse das. Schradin schreibt immer mit drei Punkten am Ende. Zum Beispiel, wenn er jetzt schreibt, alles klar, machen wir so, bis später, dann schreibt er so, alles klar, Punkt, 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 machen wir so, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin dabei, Punkt, 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 Ausrufezeichen, Daumen hoch, Emoji, Herz-Emoticon. Aber mit richtig geilem Outfit, Punkt, 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 Ausrufezeichen, Daumen hoch, Emoticon. Dann schreibt er, klasse, ich freue mich, Punkt, 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 Ausrufezeichen, Peace-Emoticon. Digga, dann habe ich Zabex geschrieben, Digga, wie schreibst du mit dem alten Fragezeichen? Meistens rufe ich ihn an, weil seine Augen so langsam lesen. Der schreibt okay immer wie ein wütender Chef und mich verunsichert das. Ich hasse es, wenn Leute so schreiben. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Basti und ich werden heute eine Win-Challenge machen. Es ist das allererste Mal, dass Basti eine Win-Challenge macht. Okay, das ist unsere Runde, Bro. Come on. Fokus! Der Dritter. Hä? Ich wurde nach hinten gezogen. Warum? Ich glaube, das hier kriege ich ohne Damage hin. Achtung! Digga, er kam so komisch hoch. Oder er kam hoch wie der Endgegner, dieser kleine Hund. Schau. Ja. Oh, schön, Bro. Oh, er hat Enderperle geworfen. Und daneben. Bro, es ist meine Enderperle. Ach so. Hä, dann ist er drin. Hä? Was? Hä? Du hast ihn doch runtergeworfen. Oh mein Gott. Bro hat legit noch nicht eine einzige Challenge von den letzten 200, die er gemacht hat, abgeschlossen. Von 10. Ja, besser als... Digga, wirklich. Als 5 von 7 bei den Hungertagen, wa? Ja, besser. Das verstehe ich auch manchmal nicht. Ne, macht sich über so eine Scheiße lustig und selber hat da nichts gerissen. Also... Ey, Hugo, mach dir keinen Kopf, Digga. Du hast doch ultra krank durchgehalten. Bro würde doch nicht mal seinen eigenen Standort erkennen bei GeoGuessr, Digga. Und will mir sagen, er würde das easy machen. Was eine Shitshow. Absolute Lacher-Performance. Also wirklich, Noway ist halt wirklich der größte Anker bei allen Sachen, die nicht League of Legends sind. Also wirklich, wie wir da Minecraft durchgespielt haben. No joke, ich hatte das Gefühl, ich zock mit Seniorenzock. Ludwig hat in seinem Podcast gesagt, dass Basti und ich eine Larifari-Kinder-Challenge gemacht haben oder irgendwie so. And I'm watching and I'm looking at the games list. And I'm like, okay, Mario Kart, they have to finish first and second. Okay. And then it's like Euro Truck Simulator. What? And I'm like, okay. What's the win state? I know. And then it's like higher, lower, like the Google game. And I'm like, okay, what is this? Dieser kleine Hund, Bro, er soll das machen. Retalk, er wird das nicht schaffen. Apropos Fliege, du hast... Ja. Okay. Gestern eine mitgegessen mit deinem Eis. Nee. Ich weiß nicht, ob ich das ertrage jetzt gerade, ne? Dankeschön für den Follow. Ja, was geht. Hugo macht Compilations von Twitch auf YouTube. Okay. Aber wer ist sie? Ich hab keinen Plan, wer die ist. Also ganz ehrlich, so mit am meisten gefällt, habe ich wieder diese Monte-Momente mit Knossi. Wirklich, die beiden in der Kombi ist schon geil. Ist schon geil. Diese Win-Challenge-Kacke ist, weiß ich nicht. Aber, lass mal sein. Hat Spaß gemacht, trotzdem. Ne?